Ich freue mich, dass Sie Interesse an diesem Themenbereich auch haben. Wir haben ja schon seit 3 Jahren oder 4 Jahren ist es, glaube ich, mittlerweile von der Verbraucherzentrale Wiesbaden hier eine Außenstelle der Energieberatung und haben da jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat oder bieten wir an, dass man einen Termin vereinbaren kann und dann diese Energieberatung wahrnehmen kann. Es ist ein, ich sage jetzt mal, niederschwelliges Angebot, also nicht zu vergleichen mit einer umfangreichen Vor-Ort-Beratung, die dann auch natürlich erhebliche Kosten verursacht. Also hier ist der Eigenanteil 5 Euro in der halben Stunde, beziehungsweise maximal 3/4 Stunde, wird gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium und wie gesagt, läuft in Taunusstein seit 4 Jahren, in Wiesbaden schon, weiß nicht, mehr als 15 Jahre auf jeden Fall. Ich mache das zusammen mit einer Kollegin, das ist eine Architektin, die Frau Klimek, die sich auch spezialisiert hat in dem Bereich Altbau bzw. denkmalgeschützte Gebäude. Und ich bin von Haus aus Physikingenieur und habe mich mit dem Themenbereich auch schon seit ca. 20 Jahren beschäftigt. Entschuldigung. Ich bin von der theoretischen Ausbildung her an der Uni Kassel im Bereich Energie und Umwelt habe ich mich weitergebildet und ansonsten praktisch mit meinem eigenen Haus sozusagen all das, was, über was ich berate, dann auch umgesetzt habe und habe es seit 20 Jahren genießen können sozusagen. Ansonsten hauptberuflich arbeite ich in Wiesbaden in der Klimaschutzagentur, dort im Wesentlichen mit der Stadt zusammen, mit dem Umweltamt zusammen. Als gemeinnütziger Verein beraten wir allerdings auch natürlich die teilweise Firmen oder normale, sage ich jetzt mal, Hausbesitzer oder auch Eigentümer im Bereich der Fördermittel, die die Stadt Wiesbaden vergibt, aber auch die SW Versorgungs AG, da wickeln wir auch ein Förderprogramm ab. Das ist eine der Hauptaufgaben. Ansonsten an verschiedenen Projekten mit dem Umweltamt arbeiten wir zusammen. Das Thema heute einfach mal das Vorstellen der Energieberatung der Verbraucherzentrale, was sie leistet und was sie auch nicht leistet, welche Möglichkeiten es gibt, Kosten, Energie und Kosten einzusparen. Schon mal so einen groben Überblick und dann auch einen groben Überblick über die Möglichkeiten, Förderungen zu erhalten, auch welche weiteren Beratungsmöglichkeiten es natürlich gibt, kostenpflichtige Beratungsmöglichkeiten, begleitende Beratungen, wenn Sie jetzt irgendwelche Projekte auch wirklich umsetzen wollen. Das zentrale Ziel ist natürlich, die Verbraucher zu beraten über Energieeinsparung und Energiekostenreduzierung. Wie kann ich Energieeffizienz steigern, im Bereich natürlich der Gerätetechnik, der Gebäudetechnik und auch des Wärmeschutzes. Die Reduktion der CO2-Emissionen ist dabei natürlich auch ein übergeordnetes Ziel, deswegen auch die Mitarbeiter in der Klimaschutzagentur natürlich und auch die Förderung der erneuerbaren Energien. Wo kann ich erneuerbare Energien sinnvoll, kostengünstig einsetzen? Das ist so ein Beratungsschwerpunkt und die Verbraucherzentrale berät in diesem Bereich natürlich Anbieter und produktunabhängig. Es ist immer auch der Blick auf die übergreifenden Gewerke vorhanden. Es ist einzelfallbezogen, das heißt nicht nur so allgemein jetzt, wie ich es heute darstellen kann, sondern tatsächlich auch persönlich bezogen auf das umzusetzende Projekt oder über die entsprechenden Fragen, die die Beratungsempfänger haben. Und natürlich haben wir auch einen Blick auf die wirtschaftlichen Interessen. Was wir nicht machen in dieser Beratungsform der Verbraucherzentrale, ist, dass wir irgendwelche Empfehlungen aussprechen können, Anbieter oder Produktwerbung machen. Auch obwohl wir natürlich in der Regel freie Berater oder Ingenieur Büros haben oder Inhaber sind, dass wir jetzt für eigene Dienstleistungen Werbung machen. Auch das ist nicht das Ziel. Auch keine Energieausweise ausstellen oder KfW-Nachweise, irgendwelche Planungsleistungen, das alles
wird von dieser Energieberatung der Verbraucherzentrale nicht abgedeckt. Deswegen sind wir jetzt auch, oder die Beratung ist keine Konkurrenz für diese freien Ingenieurbüros oder Planer oder Handwerker, die in diesem Bereich dann natürlich auch ihr Geld verdienen müssen. Wie gesagt, es ist so eine Initialberatung, die grundsätzliche Fragen klären soll und grundsätzliche Hinweise geben soll, wie diese Themenbereiche anzugehen sind. Ja, im Wesentlichen, wie gesagt, die Klimasituation, ein Baustein in diesem Beratungskonzept, die steigenden CO2-Konzentrationen, globale Erwärmung und so weiter, da haben Sie sicherlich jetzt schon viel gehört. Sie können sie ja auch in der Ausstellung schön im Detail nachlesen. Da will ich jetzt gar nicht so viel sagen, auch anhand der knappen Zeit. Wichtig ist halt, dass wir so ein bisschen Verständnis dafür haben, warum es immer teurer wird, die Energie. Ja? Und das liegt halt im Wesentlichen an Angebot, Nachfrage und da im Wesentlichen auch an den entsprechenden knappen Energiereserven, dass immer mehr, die wachsende Weltbevölkerung ist da natürlich ganz maßgeblich, einen hohen Energiestandard wünschen und auch haben wollen, ja? was man nicht verdenken kann. Ja? Auch andere Nationen, andere Länder, andere Kontinente haben einen entsprechenden oder entwickeln einen entsprechenden Energiehunger und wir haben halt nicht mehr zu verteilen. Das ist das große Problem. Und bei einem knapper werdenden Gut steigen ganz natürlich die Preise. Ja? Wie können wir dagegen steuern? Das ist dann ein wesentlicher Beratungsinhalt. Und wenn wir mal die Energiepreise vergleichen, wie das in den letzten Jahren so stattgefunden hat, in den letzten 10, 12 Jahren, zum Beispiel jetzt hier mal die Ölpreise mit einer Preissteigerung von 12%, die Erdgaspreise mit einer Preissteigerung von 6%. Wenn das so weitergeht, dann können wir irgendwann, also ich denke da zum Beispiel an meine Rente, ja, die Energiekosten vielleicht gar nicht mehr tragen. Ja? Die 6 bzw. 12% Steigerung insgesamt über die gesamte Zeitspanne oder pro Jahr? Pro Jahr. Die jährliche Steigerungsrate. Genau. So, wie können wir dagegen steuern? Ja, die wichtigsten Schritte, die ich jetzt dann auch im Einzelnen nochmal kurz vorstelle, ist erstmal das Verhalten. Das kostet gar nichts. Ja, keine Investition, da muss ich nur so ein bisschen umdenken und vielleicht ein bisschen Gewohnheiten verändern. Der zweite Punkt ist den Energiebedarf senken im Bereich Strom, Wärme und Wasser. Ich kann effiziente Technik einsetzen und erneuerbare Energien nutzen. Das sind die Punkte, die dazu führen können, dass wir irgendwann tatsächlich mit der Energie, die uns vielleicht noch zur Verfügung steht und auch mit dem Geld noch einigermaßen vernünftig leben können. Fangen wir an mit dem Verhalten. Ganz einfach, wie gesagt, ganz einfach, ohne Kosten verbunden, kühlen und befrieren. Der richtige Standort ist hier ganz wesentlich. Wir müssen Wärmezufuhr von außen vermeiden. Also wenn ich jetzt einen Kühlschrank direkt neben dem Herd stehen habe und die Sonne noch drauf knallt, dann braucht er natürlich wesentlich mehr Energie, als wenn er irgendwo in einem kühlen Eckchen steht, ja, ohne zusätzliche Wärmequellen. Das sind ganz einfache organisatorische Maßnahmen. Die Wärmezufuhr von innen verringern, also wenn ich jetzt einen heißen Topf aus Metall in den Kühlschrank stelle, brauche ich gigantisch viel Energie, um das runterzukühlen. Das kühle ich natürlich erstmal draußen, dann fülle ich es um in Kunststoffgeschirr und kann das dann entsprechend in den Kühlschrank stellen. Da habe ich schon mal sehr viel Energie eingespart und der Kühlschrank oder ja, das Aggregat im Kühlschrank muss wesentlich weniger Energie aufwenden, um jetzt diese Speise runterzukühlen. Wieder in den Kühlschrank stellen, dass es gar nicht erst großartig erwärmt. Ein weiterer Punkt, das sind ganz einfache Dinge. Ja? Gekühlte Einkäufe möglichst kühl halten, also in der Kühltasche zum Beispiel. Ich habe immer eine Kühltasche im Auto, wenn ich jetzt einkaufe, egal ob es irgendwelches Obst, Gemüse oder auch gefrorene Dinge sind, in die Kühltasche, gleich in die Kühltruhe, dann braucht die Kühltruhe wesentlich weniger Energie, um das entsprechend dann wieder auf die gewünschte Temperatur zu halten. Ja? Und kurze Zeit zwischen Einkauf und Kühlschrank. Das heißt, wenn ich erst einkaufe und dann noch irgendwo hinfahre, ein, zwei Stunden, ist ja auch nicht, was die Hygiene angeht, zu empfehlen. Aber auch energetisch spielt das eine große Rolle.
So, nächster Punkt ist erstmal zu überlegen, brauche ich denn ein neues Gerät überhaupt? Ja, also wenn ich ohnehin jetzt schon eine Kühlkombination habe, Kühlschrank, Gefrier mit Gefrierfach, brauche ich dann noch eine neue Gefriertruhe zum Beispiel? Ja? Oder andersrum, wenn ich schon eine Gefriertruhe habe, muss ich dann unbedingt eine Kühl-Gefrierkombination kaufen. Einmal ist es viel teurer und zweitens kostet es wesentlich mehr Energie. Ja? Auch die Temperatur spielt eine Rolle, ob ich jetzt 7 oder 5 Grad, Temperatur auf 7 oder 5 Grad im Kühlschrank einstelle, hat auch einen Effekt von bis zu 15%. Bei der Neuanschaffung, das ist dann der nächste Punkt, also wenn ich tatsächlich ein neues Gerät benötige, darauf achten, auf die Effizienzklasse. Ich denke mal, das ist mittlerweile ziemlich durchgedrungen. Was vielleicht ganz interessant ist, wenn man so sieht, jetzt hier der Unterschied Jahresstromverbrauch 230 Kilowattstunden, 124 Jahresstromkosten, hin und her Rechnerei, das kann ich natürlich jetzt im Geschäft schlecht machen. Ja? Hier gibt es eine kleine einfache Faustformel, wenn Sie so zwischen 3 und 4 Euro pro Kilowattstunde Einsparung rechnen, dann lohnt sich das Gerät. Das heißt also hier in dem Fall, wenn Sie 100 Kilowattstunden einsparen, kann das Gerät bis zu 300 oder zwischen 300 und 400 Euro mehr kosten und Sie haben die gleichen Kosten. Bitte. Ja, ja, natürlich. Einfach dazu stoßen. Haben wir die Möglichkeit, wie gesagt, bis zu 300 oder 400 Euro mehr auszugeben, wobei die Spannen, wie Sie hier jetzt an dem Beispiel sehen, eigentlich wesentlich geringer sind. Dann kommen auch noch andere Ausstattungsmerkmale dazu. Sie haben vielleicht noch ein 0-Grad-Fach für Obst und Gemüse. Sie können gerne noch durchrutschen. Ja, ja, kein Problem. So, also, das ist zum Beispiel so eine einfache Faustformel, wenn ich jetzt im Geschäft stehe und sehe die Preisunterschiede und kann mir den Unterschied angucken, wenn ich das Ganze mal rund 3 Euro rechne, dann weiß ich, okay, ich kann mir das 100 Euro oder hier in dem Fall 170 Euro teure Gerät anschaffen, weil die Energiekosteneinsparung auf jeden Fall diesen Mehrpreis macht. Ja, in dem Beispiel hier wäre das jetzt nach 6 Jahren mit dem entsprechenden Energiepreis hätte man die Mehrinvestition schon wieder reingeholt. Das ist eine vernünftige Größenordnung und so kann man das schnell und in einem guten Überblick im Vergleich feststellen. Darf ich noch was fragen? Also da war eben so eine Rangliste angegeben. Ist das irgendwie untergegangen, weil wir so... Hast du da was zu gesagt, diese Spargeräte? www.spargeräte.de? Ach so, ja, immer wieder neu natürlich zu recherchieren, kann man das auch im Internet dann. Es gibt hier für Verbraucher zwei gute Internetadressen, das ist EcoTop 10. Okay. Da werden verschiedenste Geräte, Waschmaschinen, Fernseher und so weiter verglichen vom Energiebedarf her, Energieverbrauch, jährlichen Energieverbrauch oder www.spargeräte.de. Okay. Genau, ja, stimmt, das ist jetzt ein bisschen untergegangen. Also man muss sich natürlich immer wieder neu informieren, weil sich die Technik ändert und heute gibt es eigentlich kaum mehr A-Geräte, sondern A+ bis A++, beziehungsweise 3x+. Genau das ist halt das Problem, wenn ich jetzt habe ich A2+, A3+, sagt mir jetzt auch nicht viel, aber ich habe hier diesen Jahresstromverbrauch. Ja, und wenn ich hier die Differenz habe und mal 3 nehme, dann weiß ich, das Gerät darf maximal 300 Euro mehr kosten. Ja. So, beim Wäschewaschen haben Sie sicherlich auch das eine oder andere schon gehört oder praktizieren das Ganze auch schon so. Verzicht auf Vorwäsche spart 10-20% Strom, 60 statt 90 bzw. 40 statt 60 Grad. Bringt rund 30% die Schleuderzahl entsprechend anpassen, das beim Trockner, wenn man überhaupt einen benötigt, ja, also wir können hauptsächlich bei uns zumindest mal draußen trocknen und im Winter wird auch teilweise im Haus getrocknet, weil in der Winterzeit ohnehin teilweise zu trockene Luft herrscht, also das muss man dann ausprobieren, gucken, immer Hygrometer schauen, dass keine Feuchtigkeit entsteht, also wie gesagt, teilweise kann man das sogar im Haus trocknen. Ans Warmwassernetz anschließen, wo immer das möglich ist. Im einfachsten Fall die Spülmaschine direkt ans Warmwasser angeschlossen oder aber über Vorschaltgeräte, die den Warmwasser
Zufluss steuern, hier zum Beispiel so ein spezielles Vorschaltgerät, oder aber per Hand geht auch. Ja. Da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Was wichtig ist, wenn ich über die Warmwasserbrennen, die ja in der Regel über Gas oder Öl erfolgt oder im Idealfall vielleicht sogar mit Holz oder Pellets, habe ich natürlich wesentlich geringere Energiekosten allein durch den Energieträger. Strom kostet 26 bis 28 Cent, Gas kostet 7, Öl kostet 9 Cent. Ja, also da ist schon eine große Differenz. Und im Sommer, wenn ich eine thermische Solaranlage habe, habe ich die Wärme sogar komplett umsonst und spare den teuren Strom. So, beim Geschirrspülen genauso, niedrigere Waschtemperaturen. Wenn ich nur kleinere Mengen habe, nicht unbedingt eine halbvolle oder viertelvolle Maschine laufen lassen, da ist das energiebewusste Spülen von Hand sogar wesentlich günstiger. Auch wenn ich hier über Solarenergie oder über den Heizkessel das heiße Wasser produziere und dann nicht unbedingt die Spülmaschine jetzt voll belade, kann man je nachdem, von Fall zu Fall, entweder per Hand spülen oder halt mal die Spülmaschine ein bisschen sammeln, dass wir dann eine volle Beladung haben. Auch das spart entsprechend Strom bzw. Energie. So, auch beim Elektroherd kann man einiges sparen. Da ist es sogar ganz erheblich teilweise. Die meisten wissen es sicherlich schon, wenn sie kochen, möglichst mit Deckel, weil der produzierte Wasserdampf viel Energie benötigt und dann immer wieder entweicht, kondensiert dann irgendwo, gibt die Wärme wieder ab. Deckel drauf und das Kondensat läuft wieder zurück und Sie verlieren wesentlich weniger Wärme. Ja, allein die Energie, die Sie reinstecken, um Wasser zu verdampfen und dieser Wasserdampf dann entweicht, ja, ist genauso hoch als, beziehungsweise ist genauso viel wie Wasser von 20 auf 100 Grad zu erhitzen. Ja, das ist also schon eine ganz gehörige Größenordnung. Womöglich Schnellkochtopf verwenden, da sparen Sie bis zu 50% Energie. Und wer die Möglichkeit hat, Sterneköche und Köchinnen schwören da ja ohnehin drauf, mit Gas kochen. Weil Gas ist wesentlich billiger, ein Drittel nur der Stromkosten und ist natürlich auch noch wesentlich umweltfreundlicher. So, das sind so die organisatorischen und niedrig investiven Möglichkeiten. Klar, wenn Sie doppelt oder dreimal so viel Wasser kochen wie benötigt, haben Sie auch die dreifache Energiemenge verwendet. Also möglichst überlegen, wie viel Wasser brauche ich im Wasserkocher dann oder auf dem Gasherd das Wasser kochen. Und dann noch darauf achten, dass möglichst, das hatte ich aber am Anfang schon erwähnt, auch kleinere Geräte, wie jetzt zum Beispiel eine Kaffeekanne oder eine Kaffeemaschine, jetzt nicht direkt auf dem Kühlschrank steht, hatten wir am Anfang schon, oder halt eine Spülmaschine neben dem Kühlschrank. Hier sehen wir nochmal die Temperaturen, das sind 38,4 Grad und das gegenüber einem Kühlschrank, der ja dann diese Wärme sozusagen auch mit abbekommt und dann mit einer höheren Leistung dagegen ankämpfen muss, um das Kühlgut im Kühlschrank dann runterzukühlen. Auch beim Wasser kann man natürlich eine ganze Menge sparen. Und zwar nicht nur das Wasser an sich, sondern auch damit die Energie. Ja. Hier ist zum Beispiel eine entsprechende Brause, die nur 6 Liter pro Minute Durchlauf hat. Gegenüber 14 bis 20, wer einen Duschtempel hat, noch wesentlich mehr. Also hier kann man erhebliche Mengen an Energie und Wasser einsparen, ohne Komfortverlust. Das ist auch natürlich immer, sollte man mit dazu sagen, weil wenn ich natürlich nur so ein dünnes Rinnsal habe und mich gar nicht mehr richtig entseifen kann, sozusagen, macht das auch keinen Spaß. Also man muss schon darauf achten, nicht nur so eine Sparreduzierung einbauen, sondern ein entsprechendes Gerät oder einen Duschkopf kaufen, der dann auch das normale Duschvergnügen weiterhin gewährleistet. Auch im Büro versuchen möglichst alles auszuschalten, wenn Sie, ich habe draußen, wer mag, kann es mal ausprobieren oder Sie kennen sicherlich auch schon diese schaltbaren Steckdosenleisten, auch altengerecht, wir hatten ja vorhin den Vortrag über altersgerechte Wohnen, einfach mit dem Fußschalter
Sie brauchen nicht mehr irgendwo hinten hinzuklettern und den Schalter suchen. Wenn Sie irgendwas hinterm Fernsehschrank Ihre ganze Verkabelung haben, dann wollen Sie nicht ständig hinter den Schrank klettern, sondern einfach mit einem Fußschalter nach vorne gelegt. Oder es gibt auch mittlerweile das über Fernbedienung, können Sie Steckdosen schalten. Im Büro weiter darauf achten, dass die Standby-Verbräuche möglichst nicht auftauchen. Hier gibt es ein sogenanntes Gütezeichen, No Energy, bei der Auswahl der Netzteile darauf achten, dass es nur geringe Verluste, also verlustarme Netzteile, die Computer und alle möglichen anderen Steckernetzteile, dass die ohne Transformatoren zum Beispiel ausgestattet sind. Das merkt man dann schön am Gewicht. Ja, wenn Sie so ein schweres Netzteil haben für Handy oder für alles Mögliche, da können Sie schon davon ausgehen, dass Sie da einen sehr hohen Standby- und Verlustverbrauch haben. Ja, das also zu den niedrig- oder ja, gering investiven Möglichkeiten oder organisatorische Möglichkeiten. Ein größerer Brocken ist dann die Gebäudehülle, die Gebäudetechnik, wo man einiges natürlich dann durch Sanierungen einsparen kann. Aber die kosten natürlich erstmal Geld. Letztendlich muss man aber auch sehen, was bezahle ich denn für so ein Objekt. Gerade wenn man jetzt mal diese 6% Energiepreissteigerung pro Jahr mal zugrunde legt, wenn ich also heute Kosten habe, die hier so um 2.500 Euro liegen. Das ist jetzt hier keine riesige Energiesteuer, das sind 20 Liter pro Quadratmeter und Jahr Energieverbrauch. Also Häuser, die wir heute in den 60er Jahren haben, die haben teilweise 30 bis 40 Liter Verbrauch. Ja, also das geht schon noch einigermaßen. Und gegenüber rechnen einem sanierten Haus mit 8 Liter, das können dann Öl sein oder auch 8 Kubikmeter Gas pro Jahr, habe ich hier mal die Kosten aufaddiert. Also ein saniertes Haus, scheint nicht mal so richtig funktionieren, hier startet mit rund 800 Euro und ein unsaniertes Haus mit 2.300 Euro. Wenn Sie das mal über die nächsten 25 Jahre aufsummieren, haben Sie hier eine doch nicht unerhebliche Differenz, ja, von über 70.000 Euro, ja, die Sie mehr an Energiekosten ausgeben müssen gegenüber dem sanierten Zustand. Also das ist schon eine richtige Größenordnung, weil man ja auch in der Investition immer so mit 10, 20, 50, 70.000 Euro teilweise rechnen muss. Ja. Also um das auch mal gegenüberzustellen, dass auch das Einsparpotenzial in dieser Größenordnung liegt. Die einzelnen Maßnahmen wie Dachdämmung, Wanddämmung, Fenstersanierung, Kellerdecke ist hier wesentlich zu nennen, aber auch die technischen Anlagen wie Kessel, Pumpenaustausch, die Rohrdämmung und zusätzlich dann regenerative Energien in Form zum Beispiel von so Thermosolaranlagen, die helfen uns auf diesen niedrigen Energiebedarf dann runterzukommen, aber die müssen natürlich auch irgendwo finanziert werden, das ist ganz klar. Ja, als wichtigste Maßnahme ist sicherlich die Dämmung zu nennen, die ja ein grundsätzliches Prinzip ist, in der Natur bei uns auch. Im Winter ziehen wir einen Mantel an. Ja, hier mal ein Beispiel aus der Natur. Die Amsel bei 20 Grad hat hier eine verhältnismäßig niedrige Wärmedämmung. Ja, das Gefieder ist also verhältnismäßig eng anliegend und nicht aufgeplustert. Wir haben Wärmebrücken, über die Wärme abgegeben werden kann. Je niedriger die Temperatur ist, umso dicker ist die Dämmung. Umso geringer sind die Wärmebrücken, sodass also mit der Energiemenge, die der Vogel zur Verfügung hat, die Temperatur gehalten werden kann. Genau das Gleiche machen wir mit einer Dämmung im Gebäude. Ja? Nur, dass wir leider nicht so flexibel sind. Ja? Wir können das ein bisschen regulieren durch Fenster auf, Lüftungsanlage oder was auch immer. Also, Dämmung ist ein ganz wesentlicher Punkt, und zwar immer dann, wenn ohnehin Sanierungsmaßnahmen anstehen. Also die Fenster sind, sagen wir mal, 35, 40 Jahre alt, schließen nicht mehr richtig. Die Dichtungen sind defekt, hart geworden, porös geworden teilweise. Ja. Reparatur könnte man machen, ja, aber wir können jetzt das Fenster trotzdem trotz Reparatur nicht weitere 20, 30 Jahre nutzen. Ja, da ist der günstige Zeitpunkt, sich neue Fenster einzubauen, energiesparende, gutes Dichtungssystem.
Oder anderes Beispiel, die Außenwand, Putz wird brüchig, rissig, ja, platzt ab, es ist eine, steht eine Putzsanierung an, auch nach 30, 40 Jahren durchaus üblich. Dann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, überlegen wir jetzt hier noch eine Wärmedämmung zusätzlich anzubringen, ja, dass wir nicht diese Kosten alleine für die Dämmmaßnahme haben, sondern dass eine ohnehin notwendige Sanierungsmaßnahme das Ganze mit der Wärmedämmung koppelt. Ja, das ist der wichtige Gedanke, denn wenn Sie jetzt das größte stellen, also nur einen Anstrich, Putz ausbessern und so weiter, haben Sie die nächsten 20, 30 Jahre eigentlich keinen Antrieb mehr, dann eine Wärmedämmung aufzubringen. Dann müssen Sie diese Kosten, die Sie jetzt getragen haben, müssen Sie alle nochmal tragen, zusätzlich. Also das macht dann wenig Sinn. Deswegen nicht die Chancen verpassen, die sich bieten im Leben. Ja? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben sozusagen. So, auch im Keller, ja, klar läuft das Ding noch. Ja, der Schornsteinfeger misst und sagt, okay, Abgasverlust 10% geht. Ja, aber Abgasverlust, das ist nur ein ganz kleiner Teil des Verlustes, den so eine alte Gurke hat. Ja, wir haben zusätzlich die vertane Chance, den Brennwerteffekt zu nutzen, Betriebsbereitschaftsverluste, keine Regelung oder nur eine schlechte Regelung oder nicht mehr funktionierende Regelung, Abstrahlverluste. Und wenn Sie sich mal vorstellen, so ein Teil im Sommer muss 50 oder 100 Liter Wasser erwärmen, da geht erstmal doppelt so viel Energie rein, um den Kessel erstmal selbst aufzuheizen, bevor der die Wärme an das Wasser abgibt. Das heißt, Sie haben die zwei- oder dreifache Menge an Energie, die Sie dann da reinstecken. Moderne Kessel haben kleine Brennräume, ja, Edelstahl oder Alu, die wesentlich weniger Wärme aufnehmen oder sogar Wasser im Durchlauferhitzerprinzip erzeugen. Ja, also von daher ist der Abgasverlust nur ein Teil des Verlustes. Und keiner kann Ihnen sagen, dass das Ding noch 20, 30 Jahre läuft. Das heißt, Sie müssen sowieso in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren das Ding austauschen. Ja? Aber in der Zeit, in der Sie verzögern, haben Sie nicht den Einspareffekt und das Gerät, das neue, wird ja auch teurer jedes Jahr um 3, 4, 5%, je nachdem. Ja? Und wenn Sie Pech haben, das Ding geht vor Weihnachten kaputt, ja, dann müssen Sie nehmen, was Sie kriegen können. Da können Sie nicht mehr in Ruhe auswählen, 3, 4 Angebote einholen, ein bisschen verhandeln. Dann sind Sie froh, wenn irgendein Heizungsbauer Ihnen einen neuen Kessel einbaut. Also möglichst schön im Frühjahr, Sommer planen, Angebote einholen und in Ruhe gemütlich das Ding austauschen. Also nochmal zusammengefasst. Die Altbausanierung immer dann, wenn ohnehin was ansteht, kombinieren mit wärmedämmenden Maßnahmen. Ja, das heißt, Sie haben hier einen sowieso Kostenanteil drin. Kann ich Ihnen nachher auch mal an einem Praxisbeispiel schön zeigen, was das tatsächlich ausmacht. Sie haben dann die entsprechende Energiekostenentlastung und die für, ich sage jetzt mal, alle Zeit, also nicht die Energiekosten, natürlich steigen die Kosten weiter, aber durch den niedrigeren Energieverbrauch, ja, sinken die Energiekosten und das führt sich natürlich fort, auch bis in Ihr Rentenalter. Ja? Denn irgendwann, die Schere geht immer weiter auseinander. Ja? Jetzt verdiene ich zwar jedes Jahr, wenn ich Glück habe und den Arbeitsplatz behalte, mehr, ja? Aber irgendwann kommt der Rentenschnitt und dann, ja, wie geht es dann weiter? Ja? Dann sind die Energiekosten da und vom Gehalt her, das, was zur Verfügung steht, ist da unten. Die Oberflächentemperatur der Wand ist niedrig, das heißt, Sie fühlen sich unwohl, ja, das ist so der Effekt, wenn Sie, also das haben wir häufig in der Schule, wird immer gestritten, die Raumtemperatur, ja, da sagt der Lehrer und die Schüler, es ist zu kalt, Hausmeister macht ein bisschen wärmer. Der Hausmeister kommt dann mit seinem Messgerät und sagt, was wollt ihr, 20 Grad. Ja, aber dass die eine kalte Außenwand haben, eine kalte Fensterfläche haben und die genauso zu 50% wirkt wie die Innentemperatur, heißt, um sich gleich wohl zu fühlen, müsste die Raumtemperatur auf 24 Grad gesetzt werden. Ja. Wenn Sie dann die Oberflächentemperatur erhöhen, dann langen die 20 Grad tatsächlich, ja, weil Sie nicht mehr dieses zugige Empfinden haben, ja, an der kalten Fläche zu sitzen. Ja, der eine oder andere hat es sicherlich auch schon erlebt. So, gut, Rollladenkästen und so weiter, Kleinigkeiten, Heizkörpernischen, Dämmung, das sind alles Dinge, die man zusätzlich machen kann. Und jetzt geht es natürlich auch, ja, wie kann man sowas finanzieren? Auch hier gibt es eine entsprechende Beratung dann dazu, zum Beispiel kommunale Förderprogramme oder diese, der eine oder andere wird es schon gehört haben, Möglichkeiten über die KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, zu finanzieren oder sich Förderungen geben zu lassen. Teilweise gibt es auch Landesmittel.
Ich will nur mal ganz kurz hier ein paar Beispiele zeigen. Das ist hier die KfW-Übersicht. Da gehe ich jetzt mal in die Details rein. Es gibt also bei der KfW die Möglichkeit, entweder einen Zuschuss zu beantragen für solche umfangreichen Sanierungsmaßnahmen oder aber auch Einzelmaßnahmen oder ein zinsgünstiges Darlehen zu bekommen, liegt zurzeit bei 1%. Und je nach Güte dann des sanierten Gebäudes noch zusätzliche Zuschüsse zu bekommen und dann entsprechend weniger Kredit zurückzahlen zu müssen. Also diese grundsätzlich beiden Möglichkeiten bei der KfW gibt es, entweder direkten Zuschuss oder aber eine Finanzierung vergünstigt mit einem vergünstigten Zinssatz plus eventuell einem sogenannten Tilgungszuschuss, ja, der auch bis zu 15% betragen kann. Das heißt, von der Kreditsumme brauchen Sie 85% zurückzahlen. Also diese Möglichkeiten gibt es bei der KfW. Wie gesagt, die Einzelheiten will ich jetzt hier gar nicht groß zerlegen, sondern das kann man dann im persönlichen Gespräch oder wenn Sie mit einem Energieberater dann ohnehin zusammenarbeiten, wird er Ihnen diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten dann auch aufzeigen. Nur mal kurz hier die Übersicht, ein Zuschuss von, also das ist das Minimum, was man bekommt, 10%, maximal 5.000 Euro bei einer entsprechend maximalen Investitionssumme von 50.000 Euro, bis hin zu 25%, wenn man ein, ich sag jetzt mal quasi Passivhaus baut, also ein super Sparhaus sozusagen. Ja, das heißt, die Investitionen, die da für nötig sind, müssen nur zu 75% getragen werden. So, Kreditvariante, wie gesagt, auch hier die Möglichkeit, Tilgungszuschüsse nochmal zusätzlich zu dem verbilligten Zinssatz von 1% zu bekommen. Und dann weitere Möglichkeiten von staatlicher Seite her, also die KfW ist ja eine staatliche Förderbank, die entsprechende Mittel zur Verfügung stellt. Dann gibt es noch vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Möglichkeit, Fördermittel für besondere regenerative Energieerzeuger zu bekommen. Das ist das BAFA hier und dazu einfach mal ein paar Zahlen, also für eine zum Beispiel Solaranlage mit Heizungsunterstützung 1.500 Euro, Ofen mit Wassertasche 1.400 Euro, ein Pelletkessel mit Speicher 2.900 Euro oder auch ein Scheitholzvergaser. Auf dem Land ist es ja manchmal noch möglich, einen Vergaserkessel, ein Holzstück Holzvergaserkessel einzubauen, 1.500 Euro. Und je effizienter das Haus ist, umso höher können hier die Fördersätze auch nochmal sein. Zum Beispiel hier die 50% höhere Förderung zusätzlich zu der Basisförderung. Habe ich gleich mal ein Beispiel zusammengestellt, was das letztendlich dann tatsächlich auch ausmachen kann. Sowas können wir besprechen, wenn Sie gewisse Maßnahmen vorhaben. Was bedeutet das für Sie persönlich? Wie viel Einsparung, wie viel Fördermittel könnten denn hier akquiriert werden. Für Wärmepumpen gibt es spezielle Fördersätze. Und klar müssen auch gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Wir müssen alle entsprechend Emissionsgrenzwerte einhalten und so weiter und so fort. Beziehungsweise auch der sogenannte hydraulische Abgleich. Dazu könnte ich einen eigenen Vortrag machen, aber das können wir auch, wenn Sie es interessiert, dann im Einzelgespräch oder bei so einer entsprechenden Beratung nochmal durchgehen. Dient alles der Effizienzsteigerung der Anlagentechnik und auch der Komfortsteigerung natürlich. Mikro- und Mini-BHKW-Förderung, auch dazu haben wir Informationen, falls sowas interessant sein sollte für vielleicht ein größeres Objekt, Mehrfamilienhausobjekt. Und dann gibt es noch Zuschüsse eventuell vom Energieversorger. Hier jetzt zum Beispiel der Klimaschutzfonds der SW Versorgungs AG. Hier können umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, das heißt mindestens 2 vollständige Maßnahmen, gefördert werden. Es sind immerhin Zuschüsse bis zu 8.000 möglich, hier nochmal zusätzlich möglich. Ja, also wenn Sie schon so ein bisschen im Kopf mitgerechnet haben, dann sehen Sie schon, dass wir so im fünfstelligen Bereich landen, bei den Förderzuschüssen alleine.
andere Energieversorger, Süwag und so weiter, immer ansprechend natürlich. Ja, gerade die hiesigen Stadtwerke, Mainova und so weiter und so fort oder HEAG, wie sie alle heißen, immer wieder ansprechen, wenn sie größere Maßnahmen umsetzen wollen oder auch mal nur die Heizung tauschen wollen oder einen neuen Gasanschluss benötigen, ja, für die entsprechende Heizung, Heizungssanierung. Empfehlen wir immer auch den Energieversorger anzusprechen und sagen, hier habt ihr eine Förderung. Ja, und wenn sie sagen, nö, dann sagt er, ja, wieso? Die SW hat doch, die Süwag hat doch, die Mainova hat doch. Ja, immer wieder sticheln, nachbohren, sagen hier, warum ihr nicht, die anderen haben. So, ich glaube, ich bin, die Zeit ist auch schon langsam um, ne? Ja. Ich habe 10 Minuten später angefangen. Dann gehen wir jetzt hier auf das Beispiel mal, um einfach mal so ein Bild zu haben. Das ist ein Objekt, was jetzt gerade realisiert wird. Die Berechnung hat gezeigt, ein Energieverbrauch von 60.000 Kilowattstunden, das heißt also 6.000 Liter Öl. Das ist ein Fachwerkgebäude, alte Schule, ja, bei uns in Heidenroth. Nach der Sanierung berechnet 23.000 Kilowattstunden. Das ist schon eine erhebliche Einsparung. Real muss man aber auch immer wieder sehen. Ja, was wird? Das ist die Rechnung. Das eine ist die Rechnung, ja, aber die Realität, das ist, wohnen halt nur 2 bis 3 Personen, da es wird nicht alles geheizt. Das heißt, wir haben tatsächlich nur 3.000 Liter Öl verbraucht die letzten 3 Jahre. Also auch wenn Sie so eine Energieberatung in Anspruch nehmen, auch immer darauf achten, dass das auch ein bisschen was mit der Realität zu tun hat. In Einspareffekte zu berechnen, ja, der Papier und Computer sind geduldig, aber es muss auch was mit der Realität zu tun haben. Deswegen sich auch immer ausrechnen lassen, wie das Ganze dann in der Realität aussieht. Ja? Also real 36.000 und das ist natürlich jetzt eine Prognose, 16.000 Kilowattstunden an Verbrauch dann nach der Sanierung. Aber trotzdem, selbst wenn ich das jetzt in, hier kleinrechne sozusagen, ja, also keine fast 40.000 Einsparungen, sondern nur 20.000 Einsparungen, sehe ich das mit den geplanten Investitionskosten. Also was steht zur Verfügung? Das ist eines, sind 50.000 Euro, die über eine Versicherung jetzt zur Verfügung stehen. Ja, jetzt haben wir aber hier ermittelt, wir brauchen aber 73.000 Euro, um in dieses gesamte Sanierungs- und Förderprogramm der KfW reinzukommen. Ja, ich sehe aber, dass durch die gesamte Förderung, die wir hier haben, also das sind die SW, die KfW, BAFA-Förderbeitrag, komme ich auf 22.000 Euro Förderung. Das heißt, letztendlich habe ich nur 51.000 Euro tatsächlich aufzuwenden. Das heißt, wir sind 1.000 Euro über dem Budget. Ja, da ich aber bei der KfW die Maßnahme auch bis zu 3 Jahre strecken kann, dann kann ich die 1.000 Euro letztendlich sicherlich verschmerzen. Ja. Habe aber einen Gegenwert der Sanierung, die ich gemacht habe, und vor allen Dingen mein Haus ist jetzt komplett auf dem neuesten Stand, ja, von über 70.000 Euro. Ja, wenn ich das Geld nicht habe, kann ich es finanzieren, dann sieht die Rechnung natürlich anders aus. Deswegen ist es wichtig, immer persönlich für Ihre Randbedingungen das Ganze auszurechnen, ja, oder zu überlegen. Ja. Es muss in Ihre, ich sage jetzt mal, Planung reinpassen. Ja. Das, was Sie vorhaben in den nächsten 10 Jahren, muss berücksichtigt werden. Ja. Und dann gucken, kann ich nicht irgendwas günstiger machen, sodass ich im Endeffekt viel, viel günstiger mit viel mehr Leistung davon komme. Ja. So haben wir das gesamte Potenzial ausgeschöpft und Sie haben ein Minimum an Investitionskosten gehabt. Und das Gebäude ist nachher komplett saniert. Also auch der gesamte Investitionsstau, der eventuell vorhanden war, ist weg. Geht auch beim Mehrfamilienhaus, ja, bei Eigentümergemeinschaften. Auch hier in Taunusstein schon mal sehr schön mit dem neuen Familienhaus durchexerziert. Also das kann alles wunderbar funktionieren. Das heißt, zusammengefasst, die notwendige zusätzliche Investition für diese gesamten Einsparmaßnahmen betragen letztendlich nur 23.000 Euro, inklusive Energieberater. Ja? Und die Einsparung, da, wie gesagt, da habe ich jetzt mal klein, sind 2.000 Euro im Jahr. Also man sieht, innerhalb von 10 Jahren ist das Ganze, die Mehraufwendung, die ich hatte für die Energieeinsparung, getilgt. Ja? Und ich denke mal, 10 Jahre ist eine ganz vernünftige Größe. Und dass ich sowas nicht umsonst kriege, ist klar. Ja, aber ich habe verhältnismäßig niedrige Investitionskosten. Von daher sollte man so einen Weg gehen, dass man sich erstmal grundsätzlich klar wird, was möchte ich überhaupt an meinem Gebäude tun, ja, wenn ich also jetzt Eigentümer bin natürlich. Ja, die anderen Sachen kann ich immer tun. Strom sparen und so weiter und so fort. Das ist ja jederzeit möglich. Aber diese speziellen Dinge, ja, mit einem Fahrplan versehen, ja,
Initialberatung eventuell bei der Verbraucherzentrale und dann hinterher über einen entsprechenden Energieberater, Architekt, Architektin, dann so einen Fahrplan aufstellen lassen und das Ganze umsetzen innerhalb von 2-3 Jahren. Ja, wenn ich das kann, kann ich die maximale Leistung sozusagen für minimale Investitionen bekommen. Wenn ich das nicht kann, das geht ja auch. Manche Leute kriegen von der Bank einfach keinen Kredit. Was machen die? Ja? Also die haben dann letztendlich Pech. Ja? Ich meine, es gibt auch Leute, die haben kein Haus. Die haben noch nicht mal ein Haus. Ja? Also das ist klar. Man muss über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügen. Man muss diese 50.000 Euro entweder haben oder von der Bank bekommen. So, dann nochmal zum Schluss. Achso, ich muss hier nochmal. Genau, was die Verbraucherzentrale auch anbietet, auch wie gesagt, ich nenne das, das ist so eine Art Schlenderberatung. Wir gehen mal zusammen durchs Haus, ja, und gucken uns verschiedene Dinge an. Stromverbraucher, ja, wo sind Einsparpotenziale oder bei einem, das ist der Basischeck, das ist ein Eigenanteil von 10 Euro, auch das wird gefördert vom Bundesamt für Wirtschaft. Oder der Gebäudecheck, da gucken wir uns noch das Dämmsystem an, Haus, Wand, Dach, Fenster und so weiter, in welchem Zustand ist es, macht Sinn, hier drüber nachzudenken, mal eine Sanierung umzusetzen. Der kostet 20 Euro und dann eine besondere Sache ist, wenn man sich jetzt rein um die Heizung kümmern will, man hat ein Brennwertgerät, das entweder schon älter ist oder neu eingebaut ist, einfach mal zu checken, läuft das dann richtig energieeffizient. Das ist ein sogenannter Brennwertcheck. Ich habe hier einfach mal eine Zusammenfassung, können Sie sich mitnehmen oder nachher am Stand nochmal mit mir entsprechend darüber sprechen. Und ja, dann hoffe ich, dass Sie jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet sind auf das eine oder andere kleine oder größere Projekt und wünsche ich